Ahornstab oder Sauerampfer. Die beiden, die sehen sich ja schon so ein klitzekleines bisschen ähnlich, vor allem wenn sie noch jung sind. Und deswegen schauen wir uns heute ganz genau mal die beiden aus der Nähe an. Und ich möchte, dass du sie hundertprozentig auseinanderhalten kannst und damit du auf gar keinen Fall das falsche Blatt in deinem Körbchen sammelst. Hallo, ich bin's, Stefanie, die Wildkräuterfee mit grünem Daumen. Und in meinem letzten Video, die 16 Kräuter in Wald und Wiese, da habe ich dir den Sauerampfer gezeigt. Und weil ich ja wirklich fast täglich draußen bin und durch die Natur streife, mir ist wirklich aufgefallen, dass der giftige Ahornstab sich sehr häufig neben den wirklich gesunden Sauerampfer gesellt. Und wenn die Blätter so gerade jetzt am Anfang, wenn die gerade wachsen, so ganz klein sind, sich so ein bisschen zum Verwechseln ähnlich sehen, möchte ich dir einmal genau die Unterschiede zeigen. Du findest den Sauerampfer und leider auch den Ahornstab ganz oft auf so wilden Wiesen oder auch an Wegrändern. Und die sitzen wirklich ganz, ganz häufig zusammen. Und da ist die Verwechslungsgefahr jetzt noch recht groß. Eigentlich magst der Sauerampfer, der mag ja lieber so ein bisschen sonnig, ein bisschen warm. Und der Ahornstab, den findest du eigentlich weiter hinten eher waldig und schattig. Aber wie das in meinem echten Leben so ist, erhalten sich auch die Pflanzen nicht immer an das, was sie sollen. Damit du nicht das falsche Blatt greifst und damit du ihn natürlich gut erkennen kannst, zoomen wir jetzt mal so richtig schön ran und ich zeige dir ganz genau die Unterschiede, wie du ihn super gut erkennen kannst und wie du ihn dann auch ja für deine Wildkräutersuppe oder für diese grüne Neune benutzen kannst. Und wie ich meine grüne Neune, meine super geliebte Wildkräutersuppe vorbereite, zubereite und dann hinterher genieße, das möchte ich dir gerne zeigen. Und zwar nächste Woche Sonntag in meinem nächsten Video, da geht es um die grüne Neune oder die super leckere Wildkräutersuppe, die es übrigens regelmäßig gibt und nicht nur am grünen Donnerstag. Da ist er, der Sauerampfer. Er ist grundsätzlich ungiftig und mit etwas Übung und wirklich mit einem genauen Hinsehen, mit einem genauen Blick, kannst du ihn gerade jetzt, wo er so jung ist, bedenkenlos sammeln und auch wirklich genießen. Am besten erntest du ihn jetzt im Frühjahr vor, ich sag jetzt mal so Juni, Juli, noch bevor er sich so, ich sag mal, ein bisschen leicht rot oder rötlich verfärbt, denn jetzt ist er wirklich noch super gut verträglich. Später, wenn die Blätter so rötliche Stellen bekommen, dann bildet sich in ihm die Oxalsäure und die kennst du zum Beispiel auch aus dem Rhabarber. Und solltest du schon mal Rhabarber in großen Portionen gegessen haben, vielleicht auch noch auf nüchtern Magen, dann weißt du, was passiert bei großen Mengen. Es gibt echt doll Bauchweh, das ist die Oxalsäure. Je mehr Oxalsäure sich bis in den Herbst hinein bildet, desto rötlicher werden die Blätter vom Sauerampfer und desto magenunverträglicher wird er wirklich hinterher. Das heißt, wenn du ihn später genießen möchtest, empfehle ich dir nicht unbedingt auf nüchtern Magen und auch nicht so in super großen Mengen zu naschen. Genieß ihn trotzdem, du weißt ja immer, die Menge macht das Gift, denn er hat wirklich wahnsinnig gute und gesunde Nährstoffe, auf die du nicht verzichten solltest, die du wirklich für dich nutzen solltest. Es ist ganz viel Vitamin C drin, wir haben Eisen, wir haben Kalium, wir haben Calcium und das sind wirklich nur einige wenige von den guten Wirkstoffen in ihm, also genieß ihn, solange er da ist. Wie lecker und wie gesund er ist, das wussten schon die Römer, das wussten die Ägypter, beide verwendeten ihn als Heilpflanze und auch regelmäßig in der Küche. Zeigt jetzt ganz genau, wie er aussieht. Sauerampfer wächst rosettenförmig aus dem Boden. Und er bildet später wirklich längliche, lanzettförmliche, dickere Blätter und die haben eine sichtbare Mittelteilung. Jetzt, wenn der Sauerampfer noch so ganz klein und wirklich so ganz, ganz jung ist, da sind die Blätter oben eher rund statt spitz zulaufend. Er hat wirklich auffällige Blattadern. Das sieht so ein klitzekleines bisschen aus. Ich denke immer an so ein Fischgrätmuster und er hat wirklich einen intensiven grünen Farbton, die Blätter. Wenn er dann größer wird, dann laufen die Blätter nach vorne hin eher spitz zu und die Stängel, der fühlt sich dann so, ja, fast viereckig an, sag ich mal. Und der Ahornstab hat im Gegensatz dazu eher eine, ich sag mal, so eine netzartige Struktur der Blattadern. Ist doch ein feiner Unterschied. Das auffälligste Merkmal aber ist, dass die Blätter beim Sauerampfer, die haben unten wirklich, also am Ende vom Blatt, da haben die so eine klitzekleine, so eine spitze, so eine Ausformung, sag ich jetzt mal. Ich habe das Gefühl, da fehlt irgendwie ein Stück vom Blatt. Das sieht so ein bisschen pfeilähnlich aus. So eine richtige kleine Spitze, die sich unten bildet. Und da hat der Ahornstab im Gegensatz dazu wirklich eher sehr große, herzförmige Blätter. Und die sind am Ende wiederum komplett nicht spitz, sondern richtig rund und ja, gleichmäßig. Beim Ahornstab, da wächst jedes Blatt einzeln und so ein bisschen tütenförmig, so ganz eingerollt aus dem Boden. Und er hat ja mehr helle bis hellgelbgrüne Blätter. Vom Ahornstab, da gibt es knapp 30 verschiedene Arten. Früher wurde er wirklich als Zauber- und Hexenpflanze bezeichnet. Er sieht ja auch wirklich faszinierend aus mit den roten Perlen später. In Hungerszeiten, da wird die Wurzel, ja, die wird getrocknet. Wenn du sie trocknest, dann werden die Giftstoffe so ein bisschen neutralisiert. Und dann hat man diese getrockneten Wurzeln gemahlen und als Mehlersatz verwendet. Später bildet der Sauerampfer wirklich sehr lange, leicht rötliche Rispenblüten. Die können teilweise bis zu einem Meter hoch werden. Und den möchte ich dir auf jeden Fall später nochmal zeigen, wenn wir dann draußen sind und wir ihn gemeinsam draußen in der Natur entdecken.
Schau unbedingt, dass du diese typischen Hunde-Pipi-Ecken, dass du die meidest und dass du nicht so direkt am Feldrand sammelst. Naja, die Felder werden ja zumeist ordentlich gespritzt. Interessant ist ja, der Sauerampfer, der hat wirklich richtig viel Eisen enthalten. Und dann kannst du auch wirklich täglich naschen. Und wenn du nicht gerade einen Eisenmangel hast, empfehle ich dir das auch. Wenn du aber wirklich nachweislich unter Eisenmangel leidest, dann würde ich dir vom Sauerampfer abraten. Die Oxalsäure, die hemmt nämlich einfach die Aufnahme von Eisen in deinem Körper. Das heißt, benutze andere Wildkräuter. Ich würde dir da wirklich von ganzem Herzen zum Beispiel die Brennnessel empfehlen. Und was ich auch unbedingt erwähnen möchte, ist mir wirklich ganz, ganz wichtig, auch wenn sie noch nicht zu sehen sind. Diese wunderschönen roten Beeren, die sich hinterher an so einem Stock bilden, passt da bitte wirklich unbedingt auf. Das Gemeine dabei ist, die schmecken angenehm süß, also wirklich lecker fruchtig. Und daher kommt es leider immer wieder öfter vor, dass gerade Kinder an diesen Beeren naschen. Und also ich habe in meiner Ausbildung gelernt, dass je nachdem, wie alt das Kind ist, wie viel das Kind wiegt, es können wirklich 3 bis 7 Beeren reichen. Die sind wirklich tödlich. Also bitte, bitte, bitte pass auf diese wunderschön aussehenden roten Beeren. Wenn du Ahornstab im Garten hast und du möchtest ihn entfernen, weil du vielleicht kleine Kinder hast, dann verwende bitte unbedingt Handschuhe. Der enthaltene Saft, also in den Blättern und auch beim Ausgraben in den Wurzeln, der kann wirklich so richtig heftige, unangenehme Hautreizungen verursachen, weil er hat so klitzekleine, winzige Nadeln sind in dem Saft enthalten. Aber Vorsicht, draußen darfst du ihn auf gar keinen Fall entfernen. Er steht nämlich wirklich unter Naturschutz. Nächste Woche Sonntag treffen wir uns gemeinsam in meiner Küche und da werden wir eine grüne Wildkräutersuppe zubereiten, die sogenannte grüne Neune. Wenn du das nicht verpassen möchtest, wenn du wissen möchtest, wie ich die zubereite, was ich verwende, dann würde ich sagen, wir sehen uns am nächsten Sonntag.